Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Ocean's Horn 2. Und wir müssen uns ja jetzt auf den Weg nach Pika Pika machen, wollte ich gerade sagen. Petra ist es, glaube ich. Und ja, eiern hier mit diesem coolen, was ist denn das? Geiles Boot auf jeden Fall. Gut ist, man hat hier wirklich eine recht große Sicht, wie man sieht. Ja, natürlich nicht so weit machen, das ist verkehrt. Aber die oben dieses Dreieck zeigt ja an, wohin sollen. Das heißt, wir folgen dem einfach mal. Ist schon eine ganz schöne Weitsicht, die man hat hier. Machen können wir natürlich nichts hier irgendwie. Mal hier mal ein bisschen gucken. Oh, nur nichts geht hier eigentlich. Wir segeln erstmal dahin. Auch gucken, ob man da auch ankommt, ne? Dahinter? Da müssen wir schon dran vorbeisegeln, glaube ich. Also wenn man auf dem See, wenn man auf der See nichts machen kann, dann kann ich die nächsten Tour nochmal abkürzen. Indem wir einfach sagen, nö, wir können auch drauf, brauchen wir nicht. Also brauchen wir nicht das Segeln sehen, wenn da nichts passiert. Aber das erste Mal, wo wir es ja gesehen haben, ne? Dann fahren wir hier rein. Ja, das war wohl richtig. Sieht doch schon eigentlich ganz gut aus, finde ich. Ich frage mich, ob das ganze Spiel, habe ich mir schon ein paar Mal gefragt, ob die das nicht hier nochmal optimiert hätten für die neueren iPhones und Dings alles. Ich weiß nicht, wie es auf. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch läuft. Also ich habe ein iPad Pro 11, also 2018er Version. Und da läuft es sehr gut drauf, aber ich finde, ein bisschen ruckeln tut es trotzdem. Also, läuft es eigentlich nicht bei der Power, die die Geräte haben. Aber naja. Folge Botschaft der Eisenklaue zum Gasthof. This is Lestrade, the biggest Aru town there is. It feels good to be home. Please, look around as long as you'd like. I'll be waiting for you at the inn. Meet me there when you're okay, ready. Treffen wir ihn da. Gucken wir uns das mal ein bisschen an. Wollen wir mit denen noch reden hier? Entdeckt Dschungelabenteuer. Begib dich zu heiligen Gründen des Ofus. Na komm, lass mal hier runtergehen. Gucken, was es so gibt. Finde den Schatz der Ofus. Jetzt bin ich gerade da. So, und das ist unser Boot. Das wird da so angezeigt. Okay. Ist er da? Na, reden kann ich gerade nicht mit ihm. I detect a moist atmosphere. I hope I do not get rusty. My spare parts are custom made. Ah, komm, passiert schon nichts. Komm mal. Let's make sure you get a good oil bath after the mission. Ja, da ist noch einer von den Ofus. Willkommen, Lestrade-Reisende. Die meisten im Dorf hier sind Teil des Clown-Clans, aber wir grüßen die Augen-Flüchtlinge aus dem Dschungel mit offenen Armen. Ja, das sagt ihr, aber tut ihr das auch? Wir wissen ja, dass hier zwei Clans auf der Insel sind. Oh, hier, die große Eule. Stimmt da. Diese metallische Eulenstatue ist ein Geschenk seiner Exzellenz, des Großregenten Archimedes. Er ist ein wahrer Freund der Orphos und allein Herrscher Arkadiens. Oh, so nett. Hier ist ein Shop. Viele von uns haben früher einmal im Dschungel gelebt, aber wir mussten unser Zuhause wegen dem Riesenvogel Kora Turek verlassen. Was? Den können wir doch bestimmt besiegen. Ofo-Frau, siehst du diesen Eulentypen mit dem schwarzen Federn auf der anderen Seite der Brücke? Er ist der, den sie Anführer nennen. Viele Leute aller Clans respektieren ihn für das, was er im Düstervollkrieg geleistet hat. Ich fühle mich in seiner Gegenwart dennoch ein wenig unwohl. Der Fluss reißt alle möglichen Dinge schrobwärts mit sich. Heute Morgen habe ich eine Truhe im Fluss schwimmen sehen. Ich glaube, sie ist in einigen diesen Wurzeln am westlichen Ufer hängen geblieben. Oh, guter Tipp. Gehen wir über die Brücke hier. Das muss der Typ sein da? Im Schwarzen. This is Chief from the Anführer. He has agreed to take us through the jungle. Das war nett von ihm. Genau mit ihm.
Ambassador Iron Talon's entourage. Please, rest tonight at this inn. We will head towards the mountains tomorrow morning. Okay. Du hättest bestanden wie R2-D2 immer, finde ich. Dann hören wir die reden hier. Willkommen, Lestran, Arcadia. Botschafter als Lord oben im Zimmer für eure Gruppe arrangiert. Okay. Oh boy. What a hotel. The decor is beautiful. Everything just melds. Du hast Schlüssel zur Truhe im hohen Nest. Well, it is a jungle hut. In a jungle. Wollen wir durch die Tür also hochkommen oder was ist das? Oh, warte mal hier. Ist. Aber. Muss ja wahrscheinlich hier hochgehen, ne? Oder war das der Ausgang? Ach, wir müssen nach oben gehen, okay. Wir sollen die Nacht noch hier verbringen. Freue ich mich drauf. Ist keine Treppe innen. Innen gibt es ein bisschen komisch. Ist auch nur ein Zimmer hier? Komm, ich soll. Das ist unser Zimmer? Anscheinend. Gehen wir mal schlafen. Halla! Müde sind wir auf jeden Fall. Schön schlafen jetzt. Oh. Ja. Na, los. Something's going on. Ambassador Iron Talon, quick! Was passiert? Würde sich aber irgendwie nicht gut an. Finde Botschafter Eisenklau und das Emblem der Erde. Okay. Warte mal kurz in dieses Zimmer rein. Irgendwas kaputt gegangen. If we lose the emblem and Iron Talon, we can say goodbye to Auru support in the war against Mesmeroth's army. Und wir klären mal hier auf. Das sind auf jeden Fall Federn von ihm. Würde ich behaupten, dass er das ist. Und da läuft jemand weg. Aber wer das genau ist, kann ich sehen. Their tracks lead to the jungle. Okay, folgen wir mal den Federn. Los hinterher. Irgendwas muss ja passiert sein. Was genau, weiß ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, es liegen ja genug Federn rum. Da geht's wieder hoch. Ja klar, wäre auch zu einfach gewesen. Auras move very fast in the jungle, but we have to find them. We can't let them have the emblem of Earth. Ne, das können wir nicht. Ich bin den weiten Weg hierher gekommen, um das wieder an Ort und Stelle zu bringen. Wieder hoch. Eine auch noch Federn. Tiefer Dschungel, großer Wald von Pirta. Und denkst du nicht lange schwimmen können? Chief of the Eye Clan and his goons must have a hideout somewhere in the jungle. Banditen, sagt das Ding. Okay. Noch ein paar Federn. Da unten ist eine Truhe. Die Truhe, von der er geredet hat gerade eben? The feathered ones are fast. Not as fast as me. Da ist auch noch einer. Von wegen Over.
Ist auch schwer, immer so schnell das Blockenschild da hochzuholen. Geht wahrscheinlich auf ein kleines Gerät einfacher. Dann sehen wir eine gute Nummer auf. Du hast einen Eiszauberbehälter für die Zauberstunde erhalten. Er bietet Platz für 5 Zauberhelden. Die Kapazität kann ja noch erweitert werden. Okay. Okay, irgendwas müssen wir mit dem Eis bestimmt machen. Lass mal gucken, ob wir die Feder noch weiterfinden. Hinten liegt erstmal was. Kommen wir mal ein. Okay, also, da war noch eine Feder gerade eben. Die müssen ja irgendwo längs gelaufen sein. Hier sind Federn. Okay, hier sind die letzten Federn, die ich sehe. Wieder hoch. Ich kann ja nicht so lange schwimmen, das ist das Problem. Aber der Eispistole hier den ganzen See einfrieren, das denke ich nicht, ne? Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung, laut dem Teil da. Wir kommen hier nicht hoch, oder? Doch, oh, warte, ich komme da vielleicht doch hoch, warte mal. Bin ich komplett hoch? Natürlich nicht schlecht. Halt, geh mal weg da, du blöder Roboter. Na komm, wenn ich hoch gehe, muss ja Schulter hoch sein, ne? Schade. Okay, wenn hier die letzten Federn sind. Oder hier. Einsammeln. Könnte man vielleicht darüber schwimmen? Oh, hier. Nein, nicht ins Wasser. Da war doch nur. Da kann man hier drauf stehen, oder nicht? Ja, da kann man wahrscheinlich hier längs laufen. Bringt uns aber nichts. Weil wir können diesen Wurzeln da hochklettern. Weiß ich allerdings nicht. Nee, das funktioniert nicht und ich ertrinke jetzt. Scheiße! Das war natürlich ärgerlich. Das war halt wirklich blöd. Okay. Das funktioniert nicht. Hier links gehen. Gibt es hier noch einen Weg, den wir irgendwo reinkommen können? Oder ich übersehe irgendwas. Dann müssten die einen ja Bescheid geben, wenn man jetzt hier irgendwie was Besonderes machen kann. Hier kann man auf jeden Fall längs laufen. Das ist, glaube ich, macht auch Sinn, da längs zu laufen. Ja, darauf. Nur die Frage, wohin? Kann ich bis darüber schwimmen? Testen das mal. Oh, das wird eine knappe Kiste, würde ich sagen. Oh! Echt? Das ist ja schon komisch, aber... Hätte man jetzt denken können, dass man da hinkommt, ne? Jetzt, da komme ich nicht hin. Zurück. Ich hab was übersehen. Stehen, ja. Kann ich irgendwas machen mit dem Schuss hier? Ist das euer Ernst?
scheiß Eisscholle kann ich hier hinschießen? Okay. Gut zu wissen. Bringt natürlich jetzt nichts mehr. Oh. So, müssen wir schon was sammeln. Damit wir... Dann weiß ich aber, wo die Eisscholle hinschießen können. Lass mal rein hier. Ah, komm ich noch wieder zum Plan. Ja. Perfekt. So, müssen noch ein paar mehr Dinger sammeln, sonst wird das nichts. Natürlich keinen Schuss mehr, aber das ist natürlich cool, dass man das so machen kann. Das ist natürlich gut zu wissen. So, um das Ding voll zu bekommen. Einsammeln. Yes. Gut. Ich habe natürlich nur einen Schuss, aber ich glaube, ein Schuss wird reichen. Oh, das mal rausfinden, ne? Ich habe keine gesagt, dass man das machen kann. So, warte mal. Wir wollen da rüber. So, los geht's. Oh, das Ding schwimmt sogar darüber. Wie geil ist das denn? Ja, man kann natürlich auch woanders längs. Wahrscheinlich muss man das einfach nur flussabwärts treiben mit der Scholle. Oh, wir gehen jetzt mal hier hin. Oh, was finden noch hier? Oh, hier gibt's nichts. Ja, dreh doch mit der müssen ein paar Eisdinger machen. Junge. Araban. Wow, what a view. Forest Shrine is one of the wonders of the known world. Kommen wir schon wieder einen Schuss frei. Sammeln noch mehr. Leben ist auch aufgefüllt. Gehen wir hier hoch. Hier sollen wir gar nicht hin, ich weiß, aber irgendwie Weg darüber geben noch. Ja, hat sie doch erzählt, wegen diesem blöden Vogel. Drove them away from the jungle. It looks like this place was abandoned in a hurry. They said it was Chora Took, Firebird. Damn it, Auru bandits. Oh, aber er ist tot. Oh nein, neuer Vorreiter. Deine maximale Ausdauer wurde erhöht. Du kannst jetzt 15 Mal Munition tragen und bist einfach der Geilste. Cool. Mal hier hochlaufen zu meinen Kollegen. Obwohl, vielleicht könnt ihr auch mal alleine was regeln, da. Ne? Das schaffen die, glaube ich, nicht. Ja, versuchen wir trotzdem mal, ihnen noch zu helfen. The feathered ones are fast. Not as fast as me. Ich bin runtergefallen. Ich falle die ganze Zeit runter hier. Das nervt doch. Hey, ja. Komm, ich hab's geschafft. Ich bin euer Retter. Los. Guck mal da. Bisschen nervig, die sind ein bisschen nervig, die KIs. Man kann die ja selber positionieren, auch, also, beziehungsweise angreifen lassen und sagen, wen die angreifen sollen. Aber ich finde, dann geht der Spielfluss wirklich ein bisschen verloren. Mann. Ich gar nicht, ne? Jen. Ah, wieder getroffen, okay. Geht's wieder runter? Hm.
Muni, Muni, Muni. Tetrod liked to play hide and seek. Warte, wie besiegen die dann? Dreh dich mal hin da. So. Ja, ich könnte wie bei Zelda die schön rückprallen lassen. Das funktioniert nicht. Ach, das ist halt dumm. Naja. Haben wir ihn auf jeden Fall auch gekillt. Ja. So was nicht gesagt. Da ist noch ein Tetra-Pot. Lassen wir mal ruhig rumpotten. Auf ihn draufsteht wahrscheinlich. Vielleicht nicht daran. Okay. Da oben ist so ein Stein. Soll ich runterschubsen oder? Runterhauen? Ja, wahrscheinlich. Where did those pots come from? Jen! Jen! Ah, kann man nicht. Ich denke, dass man nicht runter schießen kann, kann man nicht, aber man kann ja vielleicht. Man kann doch bestimmt von oben den runterrollen lassen. Aua, du blödes Viech. Okay, wir gehen mal hier rum. Wir müssen irgendwie hoch. Ja. Wir müssen auf jeden Fall da hinten hin und nicht hier hin eigentlich, ne? Kommen wir nicht hoch, oder? Zu ihm da? Okay, wir laufen jetzt erstmal dahin, wo wir hin sollen. Ist vielleicht wichtiger, alles zu erforschen. Would make for a good hiding place. Only one way to find out what's in there. Another spiky one. Oh. Okay, warte mal. Mal hochklettern. Soll dieses Ding da reinklettern. Ich weiß nicht, wie ich in die Stacheln kommen hier. So cool. Da oben drin sich jemand versteckt. Wie gesagt, ja, das wäre ein guter Versteck. Dann werden wir runter. So, wie geht's hier weiter? Wir wissen es nicht. Beim nächsten Mal auf jeden Fall. Bis dahin, tschüss.